Ist die Supermacht USA, die scheinbar allmächtig ist, jetzt auf dem Weg in eine chaotische Bananenrepublik? Wenn man sich die Bilder anschaut von den Ausschreitungen, die Brutalität, auch auf Seiten der Polizei, vor allem aber auf Seiten der, ja, derjenigen, die hier Geschäfte plündern, Polizisten überfahren, das ist schon wirklich, erinnert ein bisschen an Venezuela. Man denkt, ist das wirklich die USA? Aber es zeigt eben, wie zerrissen diese Gesellschaft ist, wie gefährdet diese Gesellschaft ist. Wir sehen Ausnahmezustände jetzt, die verhängt werden von Bürgermeistern zahlreicher Städte, New York bis Sonntag sogar. Das sind schon bürgerkriegsähnliche Zustände. Da kann man drumherum reden, wie man will. Da, die Bilder sind doch relativ eindeutig und die Maßnahmen sind es auch. Aber nicht nur im politischen und im gesellschaftspolitischen sind die USA auf einem etwas merkwürdigen Weg, sondern auch in Sachen Finanzen. Das fängt schon an bei der Fed. Die hatte zum Beispiel 2019 den ehemaligen Fed-Vize Stanley Fischer engagiert. Okay, kann man ja machen, ist vielleicht noch okay. Aber dann 2020 hat man BlackRock als ausführendes Organ engagiert. Es ist ja so, die Fed kauft nicht direkt die Staatsanleihen, sondern es ist das US-Finanzministerium. Die wiederum kaufen das über den Broker BlackRock und dann geht es in die Bilanz der Fed. Und hier hat man eben BlackRock ausgewählt ohne jede Ausschreibung. Das ist eigentlich in Europa kaum denkbar, dass es da nicht zumindest mal eine offizielle Ausschreibung gibt. Und vor allem der entscheidende Punkt ist der, dass die Fed ja Assets kauft, Junkbonds kauft, etc., ETF-Junkbonds kauft. Und all das sind Junkbonds oder sind ETFs von BlackRock. Das heißt, da haben wir hier praktisch eine Vetternwirtschaft mit der Firma BlackRock und der Fed und dem US-Finanzministerium, die eigentlich in westlichen Ländern, wo man versucht, zumindest transparente Systeme zu schaffen, nicht vorkommt. Das ist schon ein bisschen Bananenrepublik-mäßig. Bananenrepublik-mäßig auch das, was Jerome Powell gesagt hat. Er gesagt hat, ja, die Bilanzsumme der Fed, die hat keine Grenzen. Da fragt der Bondguru Jeffrey Gundlach, naja, wenn die Bilanzsumme, die Ausweitung der Bilanzsumme der Fed keine Grenzen hat, warum erheben wir dann überhaupt noch Steuern? Dann wäre das doch eine gigantische Zeitverschwendung, weil wir können doch einfach das Geld drucken. Warum kassieren wir dann Steuern von den Bürgern? Diese Frage halte ich für nicht unspannend. Jedenfalls werden hier die Dinge auf den Punkt gebracht. Was wir hier sehen, sind Aussagen von Mohamed El-Arian, ehemaliger PIMCO-Chef und jetzt Berater bei der Allianz. Der sagt, wir haben jetzt durch die Fed eine Situation, dass Fundamentaldaten überhaupt keine Rolle mehr spielen, scheinbar an den Märkten. Es spielt keine Rolle mehr, wie die Gewinne der Unternehmen sind. Es spielt keine Rolle, wie die Wirtschaft wirklich aufgestellt ist. Die Akteure, die Investoren sagen sich, ja, ich will das kaufen, was die Fed kauft. That's it. Das ist sozusagen die Logik dieser Märkte. Das Problem, sagt aber Mohamed El-Arian, ist, wie komme ich als Fed aus der Nummer wieder raus? Wenn ich aufhöre, das zu tun, was ich tue, dann würden die Märkte kollabieren. Wenn ich versuche, hier weiterzumachen, dann drehe ich das Rad immer weiter und komme auch nicht aus diesem Teufelskreis raus. Es fing schon an mit diesem QE. Was macht man mit QE, macht man mit diesen Anleihekäufen, wenn man die wieder abwickeln will, dann erzeugt man Panik bei denjenigen, die eben das gekauft haben, was die Fed selber gekauft hat. Wenn die Fed dann das verkauft, was man selber gekauft hat als Investor, dann gerät man in Schwierigkeiten, wenn ein so dicker Wal praktisch seine Assets verkauft. Also das ist schon ein bisschen strange. Der EZB geht es ähnlich, es geht allen großen Notenbanken so, aber in dieser Interessenskollision ist das schon ein bisschen Bananenrepublik-mäßig, wie wir es in den USA erleben. Und die Fed hat dafür gesorgt, dass praktisch alle Assetklassen, das sind Mortgage-Backed Securities, das sind Anleihen etc. etc. Hier sehen wir, die Volatilität ist so dermaßen nach unten gegangen, weil die Fed faktisch mit ihren Interventionen das tötet, was man einen Markt oder als Markt bezeichnen kann. Ein Markt definiert sich durch Angebot und Nachfrage. Und wenn ich einen so großen Nachfrager habe, der diese Nachfrage künstlich erzeugt wie die Fed, dann kann man von einem Markt eigentlich nicht mehr sprechen. Dementsprechend geht die Volatilität runter, geht also die Schwankungsbreite dieser Märkte runter. Und wir sehen auf politischer Ebene auch, dass eben jetzt das Weiße Haus sich beginnt einzuigeln. Wir haben heute Morgen die Situation gehabt, dass praktisch Sicherheitskräfte den Weg für Donald Trump freigesprengt haben, in Anführungszeichen. Da ist man mit Tränengas vorgegangen, damit dann Donald Trump in St. John's, in dieser Kirche in New York, seine Bibel in der Hand halten kann.
Also das sind schon Bilder, die wirklich nachdenkenswert stimmen. Jetzt sagte Donald Trump und ruft hier die National Guard an und sagt aber vor allem den Gouverneuren der Bundesstaaten, handelt jetzt, holt eben diese National Guard, die Gouverneure sind dazu nicht verpflichtet qua Verfassung, sie können es machen, sie müssen es aber nicht machen. Und jetzt tweetet Donald Trump, the lowlifes and losers are ripping you apart. Lowlifes könnte man im Deutschen übersetzen mit Untermenschen, ein Begriff, der nicht sehr fein ist und eine schlechte Konnotation aus der Vergangenheit hat. Könnte man im Deutschen auch als niederträchtige Menschen übersetzen, aber eigentlich die Übersetzung Lowlifes ist Untermenschen. Act fast, don't make the same horrible and deadly mistake you made with the nursing homes. Macht nicht denselben Fehler, den ihr gemacht habt mit den Pflegeheimen, wo ja das Coronavirus sich besonders schnell verbreiten kann. Nicht nur in den USA, sondern auch in Europa ist das der Fall. Auch in Deutschland ist es der Fall, dass vorwiegend in Pflegeheimen das Ganze auftritt. Aber Donald Trump, der vorher gesagt hat, wir haben das Virus unter Kontrolle, ist überhaupt kein Problem. Ist schon lustig, dass so jemand einen solchen Hinweis gibt. Wir haben dann eben diesen Ausnahmezustand jetzt in New York bis Sonntag, der verhängt wurde. Das hat die Wall Street zumindest kurz durchaus ein bisschen beeindruckt. Da hat man ein paar Dinge abverkauft und wir sehen das, was da an Ausschreitungen oder Demonstrationen passiert. Nicht in allen Städten gibt es Ausschreitungen, aber in sehr, sehr vielen gibt es Demonstrationen. Das erfasst im Grunde die ganze USA. Da ist kaum eine größere Stadt, die da irgendwie nicht dabei wäre. Es ist ein wirklich allgemeines Phänomen und hier sehen wir eine Grafik darüber, welche Bundesstaaten die National Guard aktiviert haben. Also die Nationalgarde, und das ist vor allem im Westen und im Osten der USA, auch in Texas. Der mittlere Westen ist ohnehin die Flyover Zone, wie man arroganterweise sagt. Also da fliegen wir drüber, aber ansonsten haben wir da nichts verloren. Wir sehen, dass hier diese Ausschreitungen natürlich auch einen realwirtschaftlichen Hintergrund haben, nämlich die schwarze Bevölkerung ist am stärksten betroffen von den Jobverlusten. Inzwischen sind nur noch 48,8% der arbeitsfähigen schwarzen Bevölkerung im Job, damit so wenig wie keine andere ethnische Gruppe in den USA, weder die Asiaten noch die Weißen noch die Hispanics. Also da ist sozusagen auch das Fundament für diese Unruhen, die Voraussetzung, die Verzweiflung dieser Menschen ist da, entschuldigt nicht irgendwelche Übergriffe, Plünderungen etc., um das mal klar zu machen. Jedenfalls sagt das Congressional Budget Office, also praktisch das Budget, das offizielle Amt für das US-Budget, es kann ein Jahrzehnt dauern, bis die US-Wirtschaft sich von dieser Pandemie durch das Coronavirus erholt. Das ist etwas, was die Wall Street bislang natürlich sehr, sehr erfolgreich verdrängt. Wenn wir uns mal anschauen, wie es ausschaut mit dem Konsum, der ja die Stütze der US-Wirtschaft ist, dann sehen wir, dass nur im mittleren Westen der Konsum jetzt wieder richtig angezogen ist, höher liegt als Anfang des Jahres. In anderen Bereichen, Osten und Westen, haben wir noch ein deutliches Minus. Diese ganze Erholung wird sehr, sehr langsam vorangehen. Solange wir Gesichtsmasken, Atemmasken tragen, wird der Konsum nach meiner Auffassung durchaus begrenzt bleiben. Und hier sehen wir, dass in vielen, vielen Bundesstaaten in den USA, hier sind die eingezeichnet, Sie sehen es in der Grafik, wo man mehr verdient jetzt durch die Arbeit, durch das Arbeitslosengeld und die Zuschüsse durch den Bundeshaushalt in den USA, als wenn man vorher im Job gewesen ist, wenn man jetzt arbeitslos ist. Das heißt, wir haben ungefähr 60% der jetzt Arbeitslosen verdienen mehr Geld als vorher in zwei oder drei Jobs, die sie erledigt haben. Das muss man sich mal vorstellen. Kommen wir zu den Märkten. Wir sehen, dass die Buybacks wieder anfangen, die Aktienrückkäufe wieder anfangen, aber fast nur in einem Sektor, nämlich Information Technology, also die Technologieunternehmen wie anders. Wir sehen, dass aber gleichwohl diese Aktienrückkäufe, die ja der einzige echte Treiber waren für die Rallye der letzten Jahre, ich hatte mehrfach schon eine Grafik gezeigt, dass eigentlich der einzige Nettokäufer die Unternehmen selbst waren, die ihre eigenen Aktien zurückgekauft haben. Da wird es so wenig Aktienrückkäufe geben wie seit dem Jahr 2010 oder vielleicht sogar 2009 nicht mehr. Stand jetzt kann sich durchaus ändern. Und die Frage, wir hatten vorhin die Technologieunternehmen, die Aktien zurückkaufen. Heute sehen wir, dass die iPhone 12 Nachfrage wohl deutlich geringer ist.
Derzeit wohl bei 50 Millionen bis 55 Millionen erwartet, ist Konsens eigentlich von den Analysten 70 Millionen. Das heißt, da liegt man natürlich ein bisschen drüber in der Erwartung. Und es sind die Apples, die Facebook, die Microsoft etc., die den Index S&P 500, den Leitindex der Welt, hier nach oben bringen. Denn diese Aktien sind 16% gestiegen. Der S&P insgesamt ist 5,4% gefallen seit Jahresbeginn, während ein Equal Weight S&P 500 und Index, also ein S&P 500, wo alle Aktien, die darin enthalten sind, nämlich 500 gleichgewichtet wären, dann wäre dieser Index 12% im Minus. Es sind also diese fünf Aktien, die letztendlich dafür sorgen, dass wir kaum Verluste haben seit Jahresbeginn, trotz Corona. Das ist denn nach wie vor entscheidend. Hier sehen wir den Wilshire 5000 Index. Das ist ein Index, wo praktisch alle Aktien in den USA enthalten sind. Der kommt jetzt oder ist an dieser gebrochenen langjährigen Aufwärtstrendlinie da angelangt. Frage, geht es da weiter? Ist zumindest ein Widerstand, wie wir gesehen haben, denn oft prallt der Index an dieser Linie wieder ab. Wir haben heute, apropos Tech-Unternehmen, hat Amazon sich 10 Milliarden Dollar besorgt über eine Unternehmensanleihe mit einem Zins von 0,4%. Bald wird es wohl auch in den USA so sein, dass wenn ein Unternehmen wie Amazon Geld aufnimmt durch Anleihen, dass man dann sozusagen sogar Negativzinsen in Kauf nimmt. Es dürfte nicht mehr allzu weit entfernt sein. Apropos nicht mehr allzu weit entfernt. Wir haben anfangs der Corona-Krise ja in Deutschland gesehen, dass Klopapier gehortet wurde. Das ist der sogenannte Schweinezyklus. Wir haben also die Situation bei Klopapier, die relativ typisch ist für das, was man als Schweinezyklus bezeichnet. Die Nachfrage explodiert nach einem Produkt und dann haben alle gekauft, haben Vorräte angelegt und dann kollabiert die Nachfrage. Wir sehen, dass die Nachfrage nach Klopapier konstant bei -38% liegt jetzt in den letzten Wochen. Also da hat man praktisch sich eingedeckt und das war's dann. Und diese Grafik ist insofern interessant, als wir sehen, dass die EZB, wir sehen hier links Deutschland, dann Frankreich, dann Italien, dass die EZB mehr deutsche Anleihen gekauft hat, wohl auch in den letzten Tagen, als der Kapitalschlüssel, also die normale Verteilung, es nahelegen würde. Offenkundig fürchtet man, dass das Bundesverfassungsgericht doch diese Regelung durchdrücken kann, dass diese Käufe teilweise verfassungswidrig sind. Deswegen hat man schon mal einen Schluck aus der Pulle genommen und sich mit deutschen Anleihen eingedeckt. Man hat sowieso italienische gekauft, aber sehr viel weniger französische Anleihen. Das ist ein spannender Fakt. Aber kommen wir zu den Charts und dann rücke ich wieder ganz entspannt nach rechts aus Ihrer Sicht. Links, was wir hier sehen, das ist der Nasdaq 100, der heute schwächer ist, auch wegen Apple, eben wegen dieser nicht ganz so tolle Nachfrage. Wir sehen, dass wir hier durchaus ein bisschen nach unten gekommen sind, nach anfänglicher Euphorie. Die US-Futures sind ja stark gestiegen. Der DAX ist mitgelaufen, die Charts von Capital.com. Der DAX aktuell bei 12.013 Punkten. Wir schauen uns noch den S&P 500 an, 3.065. Was macht Gold? Das kommt jetzt in den letzten Minuten doch deutlich wieder unter Druck. Ich habe noch keine Nachricht, warum das so ist. 1724 und der Euro auch ein bisschen tiefer jetzt unter der 1,12er Marke, die heute schon überwunden worden war. Also alles geht nach oben, was gegen den Dollar gehandelt wird. Das ist jetzt ein bisschen vorbei oder zumindest jetzt mal kurz unterbrochen. Also sind die USA auf dem Weg in eine Bananenrepublik? Wenn man sich die Bilder anschaut, muss man sagen, das ist schon sehr, sehr bedenklich. Stellen Sie sich vor, hier in Deutschland würden in zahllosen Städten solche Ausschreitungen passieren, in solcher Dimension. Es müsste der Ausnahmezustand über Hamburg, Berlin und München verhängt werden. Was dann hier los wäre, das kann man sich kaum vorstellen. In den USA ist das scheinbar inzwischen fast Normalität. Und man hat derzeit nicht den Eindruck, dass die USA wirklich diese Supermacht ist, die der Welt ein leuchtendes Vorbild gibt. China, das sozusagen autoritär agiert, die Bevölkerung unterdrückt und ruhig hält, scheint den Sieg langfristig davonzutragen. Die USA jedenfalls sind wohl in einem Prozess des kontinuierlichen Abstiegs von der dominierenden Supermacht hin zu einer wichtigen Macht, klar, die aber innerlich zerrissen ist und nun einen großen Konkurrenten hat. Das werden noch spannende Zeiten. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.